Zöliakie-Diagnose nicht unter glutenfreier Diät. Es ist ganz wichtig, dass vor der Diagnosestellung, also vor der Blutabnahme, vor der Magen-Darm-Spiegelung und der Biopsie eine glutenhaltige Ernährung durchgeführt wird. Also das ist dann auch die große Aufgabe einer Ernährungsfachkraft, wenn sie einen Patienten hat, wo wirklich eine Diagnose oder noch eine Spiegelung durchgeführt werden muss und sie weiß, dass der Patient vorher sich glutenfrei ernährt hat, da muss konsequent das Gluten wieder eingeführt werden. Das ist oft eine ganz große Herausforderung, emotional und natürlich auch körperlich, für den Patienten, aber da ist es ganz wichtig, mit dem Patienten zu kommunizieren. Es kann keine Zöliakie-Diagnostik ohne vorher einer glutenhaltigen Ernährung durchgeführt werden. Wenn man sich nämlich glutenfrei ernährt und man hätte wirklich eine Zöliakie, dann sind ja die Zotten wieder da und dann wäre das tatsächlich eine versteckte Zöliakie.